Hey Leute, Tea Party Jackson hier. Und es stehen die Gewinner fest. Und leider bin ich nicht dabei, wie ihr gleich sehen könnt. Aber ich hoffe, dass einige von euch es geschafft haben, in die Beta zu kommen. Und hier zeige ich euch jetzt, wie und wo ihr gucken könnt, wie ihr es in die Beta geschafft habt oder ob ihr es in die Beta geschafft habt. Natürlich müssen wir dafür auf die Lost Ark Seite. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist diese nicht für allen erreichbar, denn auch auf der koreanischen Seite ist ein IP-Block mittlerweile drauf. Das heißt, ihr braucht ein VPN-Programm, um auf die Seite überhaupt drauf zu kommen. Ich benutze zum Beispiel hier einen Software VPN Client Manager, den kann man mit einem Plugin runterladen, hier draufklicken und sich mit einem koreanischen Server verbinden. Und sobald man verbunden ist, kann man die Seite erreichen. Dann loggt ihr euch natürlich mit eurem Account hier ein und dann habt ihr dieses Fenster hier. Und wenn ihr hier draufklickt und diese Nachricht bekommt, dann seid ihr nicht in der Beta drin, so wie ich. Ob ihr in der Beta drin seid, seht ihr auch daran, dass dieser Button hier farbig leuchtet. Und ich drücke nochmal hier die Daumen für euch. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück als ich. Und falls ihr es in die Beta geschafft habt, dann klickt ihr auf Game Start und dann könnt ihr euch schon den Client preloaden. Wichtig ist auch, für den Preload braucht ihr eine VPN-Verbindung. Bricht die VPN-Verbindung ab, wird der Download abgebrochen. Der Preload. Sehr wahrscheinlich braucht ihr zum Spielen auch eine aktive VPN-Verbindung. Dafür empfehle ich euch WTF Fast oder Mudfish. Beide sind VPN-Programme, die nur das Spielen mit einer VPN-Verbindung überbrücken. Die sind beide nicht kostenlos, aber relativ billig. Wie man da eine Verbindung herstellt, was eigentlich auch relativ simpel ist, dafür gibt es auch genug Tutorials im YouTube. Falls ihr da Schwierigkeiten habt, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben und ich helfe euch gerne weiter. Zu guter Letzt gibt es noch die Info zu den Online-Zeiten der Spieleserver. Wie erwartet sind die Spieleserver nicht 24 Stunden lang online, sondern wie ihr jetzt gerade sehen könnt, nur 8 Stunden am ersten Tag und an den folgenden Tagen jeweils für 12 Stunden lang online. In den Zeiten könnt ihr euch einloggen und natürlich das Spiel spielen. Hier nochmal viel Glück an alle und viel Spaß, die es reingeschafft haben. Und ich werde halt die ganzen Livestreams mir anschauen, Material rausnehmen, um dann Guides für euch zu machen. Wir sehen uns dann also später und bis dahin, euer Tea Party Jackson.